Oh Gott. Hoppala. Da können wir einmal noch gucken gehen. So. Hello there. Den hier. Den hier. Dann wollen wir dahin fahren, okay. Okay, dann fahren wir jetzt darüber. Gucken wir uns den Turm an. Okay, hier sind auch die Anker, die ich mitnehmen wollte. Dann passt das ja. Können wir hier noch ein bisschen Schrott mitnehmen. Links, rechts, okay. Zahnrad und ich bekomme... Nee, keine Fackeln. Andersrum wäre lustig gewesen. Krass. Das ist aber auch höllenlaut. Alter Schwede. Okay. Die Anomalie da eben noch... Oh, da. Da waren wir noch nicht, glaube ich. Alter. Oh. Abbeizmittel. Logbuch. Okay. Ach, Knisternebel haben wir schon, okay. Und nehmen wir den hier mit, den Anker. Aber ich frage mich, wie viel ich hier in Zyrim habe.
weiter. Krass. Dass hier einfach nichts passiert. Ah, ich glaube, ich nehme nur zwei mit. Weil ich weiß nicht, wie das in... Siren ist. Nicht, dass ich da ankomme und es ist instant... instant ein Ausbruch, weil ich zu viel dabei habe. Sich doch hier mal alles angucken. Vor allem, warum wird das hier beleuchtet? Wir hier noch mehr? Nö. Okay, schade. Aber was ist dieser Luftballon? Ah, okay, das ist dahin. Gucken wir hier eben noch rein. Und dann geht's ab nach Siren. Chemikalien ist schon mal mega. Oh Gott. Damit haben wir das hier vollständig geplündert. Und wir können mit dem Auto rüberjumpen eigentlich. Ups. Habe ich hier aus Versehen das Fahrzeug gekillt.
dadurch, dass ich mein Auto gerade ein wenig in unwegsames Gelände da hinten versenkt habe, will ich mal testen, was passiert, wenn wir hier durch die... Oh, steig ins Auto ein. Okay. Dann müssen wir das hier eigentlich hier laden. Oh. Können wir das hier teleportieren? Okay, ich bin zu weit. Oh, guck mal, den Schrank können wir noch plündern. Okay. Nice. Das hätte ich auch mal vorher reingekommen. Bam. Oh ja, das war die Rückseite. Da steht mein Auto. Also holen wir uns das Neue. Ah, so kriegen wir das wieder. Auf nach Zerum. Okay. Auf nach Zerum. Da sind wir eben gerade durch, oder vorhin durch diese Anomalie gejumpt. Und mal gucken, was da jetzt auf uns zukommt. Stadtzentrum Feuchtwald. There's a whole lot standing between where we are and the deep zone. Like another wall and the entire mid zone for starters. It's not as simple as driving there. We can't control the instability any more than we can control the weather. At the height of Limb R&D, thousands of us lived and worked here in the zone. So we built Limb stabilizers to make certain sectors and roads a little more predictable than others. It was the only way we could operate as a live research compound despite the instability. And yes, the same technology that destabilized the landscape in the first place. Limb technology was always a double-edged sword from the beginning. We're going to put those stabilizers to work and clear you a path. The old observation towers surrounding Sierra Morta have a map of the stabilizers in that sector. Mind swinging by and finding one? Okay. Ich soll so einen finden. Ach, der ist ganz am anderen Ende. Aber ich wollte jetzt einfach mal eben da hinten die ganzen Häuser plündern, weil das halt ein paar mehr sind. Und ich habe einen Platten. Ups. Da will ich jetzt hin. Oh Gott. Okay, ich muss gleich was zum Abdichten bauen. Das geht jetzt sonst nicht weiter, so. Okay, so, hier parken wir. Irgendwas zum Abdichten? Abdichtkit. Okay.
das Ersatzrad und die Fensterscheibe. Okay, und den können wir hier nicht ablagern, aber hier. Hier ist nichts. Oh, hier ist ein Spind, den können wir mitnehmen. Oh Gott. Zahnrad gegen Chemikalien, nee. Werkzeugkiste ist wichtig. Und hier kriegen wir Chemikalien. Das ist sogar mehr als wichtig. Okay. Dann auf hier da reini. Oh. Ein Computer. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, die Tour hier verlassen wir mit ordentlich Ressourcen. Das ist mega gut. Richtig krass viele Ressourcen, das ist richtig nice. Okay, langsam wird unser Inventar voll. Was ist das? Zahnrad gegen Fackeln. Zahnrad gegen Fackeln ist echt nicht gut. Oh, ein Mülleimer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Und dann geht's jetzt da noch rein. Es müsste Strahlung geben, jo. Aber vielleicht sind hier ja interessante Sachen drin. Ne? Klebeband. Und weiter geht's. Okay, nice. Damit haben wir das hier vollständig geplündert. Was zur Hölle ist das? Cool.
mal, ich kann nichts mehr mitnehmen. Nice. Okay, dann können wir eigentlich direkt zum Questziel fahren. Ups. oh oh. Okay, wohin wollen wir? Müssen eigentlich da wieder rumfahren. Hier auf dem falschen Weg. Aber egal. Ups. Ja. Ich glaube, wir bräuchten noch mal so einen Reparaturshop. Wie in der ersten Map. Das wäre sehr hilfreich. Lang.
Gott. Hast den Berg hier runtergefahren. Oh Mann. Das hätte echt noch gefehlt. Okay, das ist einer dieser Türme. Security protocols all day, only for one disgruntled employee to program in his name for fun and mess it all up. Anyway, the overload code is 4735. Okay, find that stabilizer and scan it for me. Oh boy. I was assigned to clean these towers out every time the guards rotated. And things I saw. Let's just say that keeping watch on Sierra day in and day out did not make for a good time. I didn't envy those guards one bit. Sie sollen die Stabilisationskarte scannen. Was ist das denn? Zahnrad elektronisches Bauteil. Das hat auch noch eine komische Macke oder was? Ich hab den Scheinwerfer verloren.
Okay. Wir können mal eben tanken. So. Also müssen wir jetzt irgendwo da hinten hin, auf der Straße, okay. Hoffentlich nicht drauf gehen. Das ist das Wichtigste von allem. Ups. So. Ups. Dann fahren wir einfach mal der Straße entlang Richtung Ziel. Oh, da ist eine Tankstelle. Okay, oh, nett. Zum Glück sind wir hier reingegangen. Okay. Können wir jetzt auch noch den zweiten Scheinwerfer einbauen. Und schön entspannt auf der Straße. Dem Sonnenuntergang entgegenfahren. Okay.
Oh. Okay, jetzt fahren wir... Ja, wir fahren richtig gut. Das ist ja schon mal das Mindeste. Auf in die nächste Region. Okay. Okay, Ton weg. Game Crash.